Nach langem Tauziehen haben sich Großbritannien und die EU auf einen Brexit-Vertrag verständigt. Dies gaben der britische Premier Johnson und EU-Kommissionspräsident Juncker am Mittag bekannt. Nun soll auch der EU-Gipfel, der gerade in Brüssel läuft, dem zustimmen. Allerdings schaut es in Großbritannien nicht nach einer Mehrheit für den Kompromiss aus. Ein Händedruck der Chefs, ein Foto mit den Unterhändlern. So sieht es aus, wenn Briten und Europäer die Scheidungspapiere einreichen. We have a deal. Wir haben eine Vereinbarung und die bedeutet, wir haben keinen Grund, den Brexit weiter zu verzögern. Der Kompromiss ist angeblich das Beste aus zwei Welten. In Nordirland gelten weiter EU-Warenstandards, aber es gibt keine Grenzkontrollen auf der Insel. Durch eine Zollpartnerschaft profitiert es von britischen Handelsverträgen, aber es erhebt weiter Zölle im Namen der EU. Nordirlands Parlament kann das alles nach 4 Jahren kippen. Die EU darf antworten mit neuen Maßnahmen zum Schutz des Binnenmarkts. Den Backstop abgeräumt, den Binnenmarkt geschützt, gute Laune auf dem Gipfel und doch Skepsis, ob das durchgeht. Unsere Zufriedenheit ist gepaart mit berechtigter Vorsicht. Denn die Geschichte lehrt uns, dass die Parlamente noch Nein sagen können. Ich hoffe jetzt sehr, dass sich unsere Abgeordneten in Westminster einigen, um den Brexit abzuschließen. Da prasseln die Fragen schon auf sie ein. Und nur mit Hilfe des lieben Freund Boris kann Jean-Claude Juncker nachschieben. Ich freue mich über die Vereinbarung. Aber ich bin traurig über den Brexit. Schönen Tag noch. Wir haben einen Deal. Die Frage ist, was wird am Ende aus ihm? Zugeschaltet unsere Korrespondenten in London und Brüssel, Anne Gellinek. Wer hat sich jetzt mehr bewegt, die EU oder Johnson? Der Vertrag ist ein klassischer Kompromiss, der versucht, die roten Linien beider Seiten irgendwie unter einen Hut zu bringen. Die Briten haben die Einigung möglich gemacht, indem sie sich der Idee einer Zollpartnerschaft mit der EU für Nordirland geöffnet haben. Und die EU hat die Kröte geschluckt, dass die Nordiren faktisch ein Veto haben über die Brexit-Regeln in Nordirland. Alle Staats- und Regierungschefs, die heute hier beim Gipfel eingetroffen sind, zeigten sich erleichtert darüber, dass es ein Abkommen gibt und übten sich in Zweckoptimismus. Man vertraue Boris Johnson, dass er das Abkommen irgendwie durchs britische Parlament boxen werde. Dass die EU-Seite sich allerdings auch Sorgen macht, das wurde bei der Pressebegegnung von Boris Johnson mit Jean-Claude Juncker deutlich. Juncker richtete eine Warnung direkt ans britische Parlament und sagte, dies ist der letzte Deal und die letzte Möglichkeit, am 31. Oktober fristgerecht auszutreten. Eine Verlängerung wird es von EU-Seite nicht mehr geben. Und das ist eine ganz klare Ansage auch an London. Dort muss ja das Unterhaus dem Vertrag am Samstag zustimmen. Diana Zimmermann, wie wahrscheinlich ist das denn? 50-50 würde ich sagen. Und auch wenn Jean-Claude Juncker diese Verlängerung nicht möchte, so ist sie doch immer noch möglich. Auch das würde ich sagen. Alle anderen Prognosen an dieser Stelle sind wirklich waghalsig. Boris Johnson hat keine eigene Mehrheit im britischen Parlament. Die nordirischen Unionisten, die seine Regierung eigentlich stützen sollten, haben gesagt, sie werden für diesen Deal nicht stimmen. Außerdem müsste er die 21 konservativen Abgeordneten, die er selbst aus der Partei geschmissen hat, weil sie gegen ihn gestimmt haben, bei einer formaligen Abstimmung wieder zurückgewinnen. Und dann braucht er noch mindestens 12 Labour-Abgeordnete, solche, deren Wahlkreise für den Brexit gestimmt haben und die vor der Rache ihrer Wähler Angst haben, sollten sie sich jetzt dem Deal verweigern. Das alles ist eine hochemotionale Gemengelage. Viele Abgeordnete werden wohl erst am Samstag entscheiden, was sie nun tatsächlich tun. Und die einzige Prognose, die man wagen kann, ist, dass das Ergebnis knapp wird und der Samstag sehr dramatisch. Danke Ihnen nach London und nach Brüssel.